das spanische Kochstudio. Servus Leute, was steht heute auf dem Programm? Wir machen heute einen leckeren Fischfond. So einen Fischfond können wir verwenden für Suppen oder Paellas. Ihr wisst ja, ich mache gern Paellas Mariscos, also mit Meeresfrüchten. Genau dafür ist so ein Fischfond gedacht. Also Leute, aufpassen im Video. Los geht's, hau mal rein. Das spanische Kochstudio mit Pablo Bommes, der erste 5-Sterne-Koch auf YouTube. So schaut er aus, unser Fischfond, und so wird er gemacht. Die Zutaten, die wir brauchen für unseren Fischfond, fangen wir mit unserem Gemüse an. Ein paar Strauchtomaten oder ähnliches. Knoblauch schlage 3 oder 4 Zehler ungefähr vor. Da wegen Lauchzwiebeln und Borre. Da ist wegen Safranfäden. Die machen unseren Sud wegen gelb, gibt eine schöne Farbe. Zudem Karotten. Da habe ich jetzt 2 Stück hier. Noras, das ist eine getrocknete Paprika. Wenn ihr die nicht habt, lasst sie einfach weg. Zum Schluss brauchen wir hier noch einmal Lorbeerblätter, ein wenig Salz und das schneiden wir jetzt ein wenig zusammen. Zeige euch mal ganz kurz, nicht wie wir es zusammenschneiden, aber wie es ungefähr ausschaut von den Mengen. Und dann geht's weiter mit den Fischzutaten. So schaut es aus. Wenn alles ein wenig zerkleinert ist, braucht man alles super klein schneiden. Aber das sind ungefähr 2 bis 3 Strauchtomaten, 2 Karotten, 1 halbe Gemüsezwiebel habe ich verwendet. Und von dem Lauch, den wir vorhin gesehen haben, naja, eigentlich so wie es auch war, 1 halber Lauch. Knoblauch habe ich ungefähr 5-6 Zehler genommen. Brauchen wir schon, nicht unbedingt super klein gehackt, aber so in den Größen. Das andere lassen wir so, wie es ist. Die getrocknete Paprika, die haben wir so mit rein. Lorbeer, Safran, Salz auch. Natürlich brauchen wir Olivenöl zum Anbraten. Und los geht's erstmal mit unserem Gemüse. Ja, dann nehmen wir einfach mal ein wenig einen größeren Topf, weil es kommen ungefähr noch vielleicht 2 Liter Wasser rein. Machen Feuer, weil sonst funktioniert es nicht. Und geben erst einmal einen guten Schuss Olivenöl rein. Machen das erst einmal schön heiß. Wir fangen an und braten ein bisschen unseren Knoblauch an. Das soll nicht verbrennen, das soll halt richtig schön ein wenig angebraten werden. Wenn das da drin ein wenig knispert, dann die Zwiebel und Lauch dazu. Und auch die braten wir auch ein wenig an, dass sie so eine leicht glasige Farbe kriegen. Also nicht verbrennen lassen, so wegen glasig soll es sein. Und dann kommen hinzu unsere Karotten und unsere Tomaten. Und auch die werden hier anbraten, damit sie leicht verkochen. So, schaut es schon mal gut aus. Packen wir unsere Paprika mit rein. Optional, wer will, ein bisschen Paprikapulver. Und wir salzen mit ungefähr 1 Teelöffel Salz. Habe hier wenigstens so ein spezielles Salz verwendet, aber einfach 1 Teelöffel Salz dazu. Auch hier alles gut vermischen. Verrühren, ganz leicht anbraten lassen, denn jetzt kommt unser Fisch. Dann kommen wir zu unserem Fischeinsatz, das was ich für meinen Sud gern verwende, zum Beispiel diese Galeras. Da gibt es auch einmal ein Video von mir, das müsst ihr euch einmal anschauen, wie man die zubereiten kann. Die heißen zum Beispiel auf Deutsch Heuschreckenkrebse. Wenn man die auskocht, der Sud ist phänomenal gut, super klasse, eignet sich super gut für einen Fischsud. Was ich noch verwende, ist zum Beispiel hier Rape, das ist Seeteufel. Das sind die Knochen davon, das sind eigentlich Abfälle, aber die kann man relativ gut auskochen und auch da brät sich oder kocht sich ein richtig guter Saft raus. Und da nehme ich im Endeffekt Garnelen und hiervon, hoffe man kann es gut sehen, das sind rohe Garnelen, hiervon nur den Kopf. Und zwar gehe ich her und trenne hier den Kopf, den Schwanz, den heben wir auf für was anderes und den Kopf hier, den kochen wir auch aus.
gibt auch einen super guten Geschmack für unseren Fischfond. Naja, wenn ihr das alles nicht habt, dann müsst ihr halt einen fertigen kaufen. Gibt's bestimmt auch irgendwo. Fragt einmal bei euren Fischhändler eures Vertrauens, beim Italiener, Spanier, Griechen, Portugiesen, je nachdem, was ihr in der Stadt habt, einmal nach, ob ihr sowas Ähnliches bekommt oder auch einen Fischfond. Naja, auf geht's, hau mal rein, weiter geht's. Unser Gemüse, das hat sich auch ganz gut reduziert. Wie gesagt, aufpassen, es soll nicht anbrennen. Ja, und dann kommen die Fischeinsätze mit hinzu. Da fangen wir mal an mit unserem Rape, also die Knochen von unserem Seeteufel. Von der Reihenfolge ist es eigentlich fast egal, aber ich mache das so. Erst einmal die Reste von irgendeinem Seeteufel irgendwo mit rein und dann die Köpfe unsere Garnelen und lass das jetzt auch noch mal ein paar Minuten anbraten. Hat sich das auch alles ein wenig angebraten, dann kommen unsere Galeras dazu. Die schauen schön aus, oder? Unsere Heuschreckenkrebse. Die lege ich jetzt einfach nur so hier quer rüber. Die können wir später auch wieder rausnehmen, können sie ein wenig auszüllen. Die haben relativ wenig Fleisch. Der Geschmack ist aber super gut und wenn wir die auszüllen, ah, da ist ein Fischgeschmack drin, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die legen wir jetzt einfach so drüber und gehen her und gießen mit Wasser auf. Ich verwende hier circa 2 Liter Wasser, aus dem einen Grund, es wird relativ viel noch verdunsten, weil naja, wir lassen jetzt mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde jetzt richtig schön durchkochen. Und wir können ja später noch ein wenig nachgießen oder wer der Meinung ist, wir müssen nochmal abschmecken, wir müssen noch was hinzufügen, auch kein Problem. So, lassen wir das jetzt. Feuer erhöhen wir und einfach mal Deckel drauf und eine halbe bis dreiviertel Stunde richtig gut durchziehen. Was ihr noch sagen wollt, unsere Lorbeerblätter und unseren Safran, da habe ich mal ein bisschen ein wenig Wasser reingetan, damit man auch sieht, was für schöne Farbe da rauskommt. Die packen wir erst in den letzten 10 Minuten rein. Na, schauen wir mal rein. Ah, kocht ein wenig, passt schon, schaut schon mal ganz gut aus. Ich habe euch ja vorhin die Garnelen gezeigt, da habe ich die Köpfe weggemacht. Ich habe meine Garnelen gleich einmal geschält. Und auch diese Schalen könnt ihr auch mit reintun. Schaut nichts. Wir sieben später eh alles irgendwo durch. Also kein Problem. Je mehr Fischgeschmack wir hier jetzt ins Wasser reinbekommen, desto besser. Also auch noch mit rein. Und dann später lassen wir alles schön durch das Sieb laufen. Gut, soweit mal. Heiliges, das dampft ja wie verrückt. Nach dieser Zeit, halbe Stunde haben wir gesagt, jetzt Lorbeerblätter und den Safran, ein wenig aufgelöst, in Wasser auch noch mit rein. Nochmal ein bisschen durchrühren alles. Und dann lassen wir auch das hier noch einmal, naja, Viertelstunde, 20 Minuten, ein bisschen ziehen. Ändert sich auch leicht in die Farbe und dann lassen wir das durch ein Sieb durchlaufen. Unsere Kochzeit ist vorbei. Wir lassen jetzt alles einfach nur mal locker durch so ein Sieb laufen und fangen den Sudsaft auf. So, müssen wir ein wenig aufpassen, weil es ist heiß. Ja, schütten wir einfach mal hier raus. Lassen das gut abtropfen. Später können wir hergehen, die Galeras, die können wir selber noch ein wenig auszüllen. Wie gesagt, lasst das jetzt noch mal gut abtropfen. Zeige euch gleich mal, wie der Sud ausschaut. So, das ist unser Sud. Den können wir noch ein wenig abschmecken, je nachdem. Super lecker. Und damit können wir dann unsere Paellas oder was wir sonst noch irgendwo machen wollen, Fischsuppe oder ähnliche Sachen, damit machen. Wer den Geschmack noch verstärken will, der kann es da mal auch so ruhig ein wenig zusammenklopfen, zusammenstopfen oder irgendwas. Da löst sich auch nochmal Flüssigkeit, auch nochmal gut, intensiv, sehr gut für unseren Fischsud. Und so wie das bei Fleischknochen auch ist, kann man ruhig hergehen. Man kann da noch einmal hier ein wenig Fleisch runterzupfen. Ja, das kann man essen.
Ja, dann sind wir fertig. Im Endeffekt so, schaut aus von der Fischbowl. Ich habe schon mal abgeschmeckt, das ist super gut. Also für Suppen, für Paellas oder ähnliche Fischgerichte, wo im Endeffekt auch Form mit reinkommt, da könnt ihr das so selber machen. Super klasse. Servus, der Pablo Bommes vom spanischen Kochstudio.